Es gibt Neuigkeiten in dem Thüringen-Skandal vom Anfang des Jahres. Der ganze Skandal könnte jetzt verfassungsrechtliche Konsequenzen für Merkel nach sich ziehen. Zumindest, wenn es nach der AfD geht. Und kurz nochmal als Auffrischer, was damals passiert ist, bevor wir uns angucken, was jetzt die Neuigkeit ist, die jetzt in dem ganzen Skandal noch passiert ist. Aber gucken wir uns erstmal an, was damals passiert ist. Und zwar, der FDP-Mann Kemmerich wurde völlig legitim damals zum Ministerpräsidenten von Thüringen gewählt. Es stellte sich dann aber raus, dass neben der FDP selber und der CDU auch die AfD in der Geheimwahl für ihn gestimmt haben, für Kemmerich, weil die eben versprochen haben, den Sozialisten Ramelow, der bis dato an der Macht war, abzuwählen. So, und natürlich die CDU und die FDP, die haben es auch versprochen, den Sozialisten Ramelow abzuwählen. So, und dann hat sogar Kemmerich gewonnen, also hatten alle erstmal bis dato oder bis zu dem Punkt ihr Wahlversprechen erfüllt, sowohl die AfD als auch die CDU als auch die FDP. Die haben alle gesagt, wir wollen Ramelow abwählen, das haben die dann auch gemacht, Kemmerich hat gewonnen und der rot-rot-grüne Kandidat Ramelow wurde damit völlig korrekt abgewählt. So, daraufhin hatte rot-rot-grün einen Wutanfall, dann hat die Antifa die Familie von Kemmerich bedroht, bis sogar die Familie unter Polizeischutz gestellt werden musste. Und dann sind alle Kemmerich in den Rücken gefallen. Selbst seine eigene Partei, die FDP, als auch natürlich die CDU, als auch Rot-Rot-Grün sowieso. Weil er eben das Verbrechen begangen hat, eine Wahl gewonnen zu haben. Denn Folgendes ist passiert, man warf ihm vor, mit Stimmen der AfD gewonnen zu haben. Und das ist ganz, ganz schlimm laut denen, aus irgendeinem Grund. Ich meine, die haben nur das gemacht, was von ihnen halt verlangt wurde. Der Minister sollte vom Parlament gewählt werden und das haben die halt gemacht. Die Leute im Parlament haben für den Minister gewählt und Kemmerich hat gewonnen. Also alles war völlig regelkonform. So, aber dann natürlich Rot-Rot-Grün verloren hat, wollten die diese legitime Wahl umkehren. Die wollten irgendeinen Weg finden, die Wahl umzukehren, um Ramelow doch noch zurück an die Macht zu bringen. So, und in dem Fall hat man eben, ja, Antifa-Schläger zum Beispiel auf die Familie von Kemmerich gehetzt, auf den Wahlgewinner, auf die Familie des Wahlgewinners und hat sich eben ganz, ganz doll empört darüber, dass er gewonnen hat mit Stimmen der AfD, was natürlich ganz schlimm sein soll, aus irgendeinem Grund. Und dann hat Merkel, die sich als Bundespolitikerin eigentlich auch gar nicht in Landesangelegenheiten einzumischen hat, dann hat sie sogar sich noch eingeschalten und gesagt, die legitime Wahl von Kemmerich müsse umgekehrt werden und die Wahl sei zudem unverzeihlich. Obwohl er natürlich völlig korrekt gewählt wurde, völlig regelkonform, aber eben mit Stimmen der AfD und das sei unverzeihlich. Und Kemmerich wurde dann so unter Druck gesetzt, dass er zurückgetreten ist und dass er eingeknickt ist. Und dann gab es Wiederwahlen und ja, die CDU und die FDP haben sich im Prinzip der rot-rot-grünen Minderheitsregierung sozusagen unterworfen. Und entsprechend gab es eben Wiederwahlen und die konnten Ramelow damit dann zurück an die Macht bringen, rot-rot-grün. Obwohl die nur eine Minderheitsregierung haben, aber die konnten halt alle anderen so einschüchtern, dass dann niemand wirklich was dagegen gemacht hat. Und die AfD alleine konnte das dann nicht mehr verhindern. Die wollten sich natürlich noch an ihr Wahlversprechen halten, nämlich eigentlich Ramelow zu verhindern, aber das konnten die alleine dann nicht mehr machen. Und ja, ohne Unterstützung der FDP und CDU war das dann nicht mehr möglich und Ramelow wurde wiedergewählt. Oder nochmal kurz zusammengefasst, man konnte eine legitime Wahl durch lautes Rumschreien und per Befehl von Merkel umkehren und Ramelow so zurück an die Macht hieven. Und sowohl die FDP als auch die CDU sind mit Schuld daran, dass jetzt eben wieder ein Sozialist in Thüringen an der Macht ist, obwohl sie das erstens hätten verhindern können und zweitens den Wählern im Wahlkampf versprochen haben, dass sie es auch verhindern wollen. Aber das haben sie nicht gemacht und sie haben es sogar teilweise aktiv unterstützt, dass Ramelow wiedergewählt wird, womit sie ihre Wähler belogen haben und womit sie sich rot-rot-grün unterworfen haben. So, das ist also erstmal das Grundlegende, was damals passiert war in diesem ganzen Skandal. So. Und jetzt will die AfD speziell gegen das Einmischen von Merkel verfassungsrechtlich vorgehen. Weil es kann nicht sein, dass eine Bundeskanzlerin sich einfach aus dem Ausland, weil sie war damals in Südafrika, dass die sich einfach einschaltet und einfach befehlt, eine legitime Wahl wieder rückgängig zu machen. Weil, ich meine, wenn das der neue Standard ist, dann brauchen wir ja überhaupt keine Wahlen mehr, sondern dann kann ja einfach die Gottkanzlerin Merkel allein entscheiden, wer in welchem Bundesland zum Minister wird. Denn, also wenn sie die Möglichkeit hat, Wahlen einfach umzukehren, dann lass sie doch gleich entscheiden, wer der Wahlgewinner ist und dann brauchen wir gar keine Wahlen mehr. Ich meine, wenn du eine legitime Wahl per Befehl umkehren kannst, während du gleichzeitig Antifa-Schläger auf die Familie des Wahlgewinners hetzt und damit die Familie so stark bedrohst,
dass er zurücktreten muss und dass die Familie unter Polizeischutz gestellt wird, so, dann hast du de facto keine Demokratie mehr. Weil das ist dann wie eine Bananenrepublik, wo einfach bestimmte Politiker so massiv bedroht werden, dass man sie zum Rücktritt zwingen kann und wo man einfach korrekte Wahlen willkürlich umdrehen kann. Das ist de facto keine Demokratie mehr. Das hat nichts mehr mit der Demokratie zu tun. Zitat: Für die AfD stellt die Meinungsäußerung der Kanzlerin ein Tabubruch dar. Wer als Regierungschefin während eines Staatsbesuchs die internationale Bühne nutze, um das Ergebnis einer demokratischen Wahl in der Heimat zu delegitimieren und ein Koalitionsverbot auszusprechen, missbrauche sein Amt und verletze das Grundgesetz und die darin garantierte Chancengleichheit der Parteien, sagte AfD-Bundessprecher Jürg Meuthen an diesem Mittwoch. Seine Partei rufe das Bundesverfassungsgericht an, um die Rechtswidrigkeit von Merkels Vorgehen feststellen zu lassen. Also ich sehe das so. Merkel kann zwar als CDU-Politikerin ihren Parteikollegen ans Herz legen, nicht mit der AfD zu koalieren, was natürlich auch völliger Unsinn ist, weil die AfD zu einem großen Teil aus ehemaligen CDU-Mitgliedern besteht und die CDU redet ja auch ständig darüber, dass man die Leute von der AfD zurückgewinnen muss, aber wenn die AfD so schlimm wäre, dann würdet ihr ja niemanden zurückgewinnen wollen. Also die reden davon, hey, wir müssen die wieder zurückwerben, aber auf der anderen Seite sind die so schlimm, man darf nichts mit denen machen. Also ihr müsst euch schon irgendwie für eins von beiden entscheiden. Und also Merkel könnte empfehlen, dass man nicht mit ihr koalieren soll, mit der AfD, was auch im Übrigen überhaupt nicht passiert ist, weil es gab keine Koalition, sondern das Einzige, was passiert ist, ist, dass die AfD in einer Geheimwahl für den FDP-Mann Kemmerich gestimmt hat. So. Und also sie kann ihren Parteikollegen empfehlen, nicht zu koalieren, aber sie kann kein Koalitionsverbot aussprechen oder befehlen, weil das ist dann, das geht über ihre Kompetenzen hinweg. Sie kann nicht einfach von oben herab sagen, nein, ihr dürft nicht miteinander koalieren, weil da kommt ja auch in gewisser Weise ja die ganze Gewissensfreiheit rein, die angeblich für die Politiker gilt und die dann sich alleine entscheiden können, was sie im Prinzip machen wollen in ihrem Amt, natürlich im rechtlichen Rahmen, aber darüber hinaus ist es ihre Entscheidung, mit wem die koalieren und mit wem nicht. Und was sie schon gar nicht machen kann, ist, von oben herab zu befehlen, eine legitime Wahl umzukehren. Weil diese Kompetenzen kann sie nicht haben. Weil wenn sie diese Kompetenzen hat, dann sind wir, wie gesagt, de facto nicht mehr in der Demokratie. Wenn eine Kanzlerin einfach von oben herab sagen kann, die Wahl gehört umgekehrt, ja, dann ist es vorbei mit der Demokratie. Zitat: Falls das Verfassungsgericht die Organklage der AfD annimmt, darf man gespannt sein, wie die Richter Merkels Rede bewerten. Schließlich ist sie als Regierungschefin nach Südafrika gereist, hat ihre dortige Pressekonferenz aber für eine zunächst rein parteipolitische Mahnung genutzt. Zu dem Zeitpunkt war Merkel im Übrigen seit 14 Monaten nicht mehr CDU-Chefin. Also das Ganze könnte verfassungsrechtliche Konsequenzen für sie haben, für Merkel haben, aber ich denke, es wird keine Konsequenzen für Merkel geben. Weil Merkel ist eine Großmeisterin darin, wenn es um ein einziges spezifisches politisches Talent geht. Und zwar, egal was sie macht, sie hat das Talent, keine politischen Nachteile dadurch zu erleiden und Probleme, die sie verursacht, einfach unter den Tisch zu kehren. Und niemand macht das besser als sie, weil, ich meine, guck dir mal an, was sie in ihrer Amtszeit alles schon verbockt hat, aber anscheinend hat ihr vieles davon nicht wirklich politisch geschadet. Also zum Beispiel, sie hat immer gesagt, es wird keine Schuldenunion geben. Und das aktuelle EU-Paket wurde aber jetzt gerade beschlossen und erzeugt de facto eine Schuldenunion, weil die Europäische Union erstmals gemeinsame Schulden für die gesamte Union aufnimmt. Und genau das ist die Definition einer Schuldenunion, nämlich, dass du Schulden als Union aufnimmst. Also wir haben bereits eine de facto Schuldenunion, aber angeblich wird es ja mit Merkel niemals sowas geben. Aber es existiert bereits. So, oder zum Beispiel im März 2010 sagte sie, es wird keine Haushaltsmittel für Griechenland geben. Und 8 Wochen später wurde das Griechenland-Rettungspaket mit deutschen Steuergeldern beschlossen. Oder im September 2010 sagte sie, eine Verlängerung der Rettungsschirme wird es mit Deutschland nicht geben. Und 6 Monate später gab es eine Verlängerung der Rettungsschirme mit Deutschland. Oder früher sprach sie sich ja auch immer oder häufig gegen unkontrollierte Migration aus. Also 2010 sagte sie zum Beispiel, der Ansatz für Multikulti ist gescheitert, absolut gescheitert. Und 2015 sorgte sie für die größten Migrationswellen der letzten Jahrzehnte. Oder früher sagte sie auch, Zitat, weniger Steuern, weniger Staat. Also sie sprach sich für weniger Steuern aus.
Und daraufhin hat sie die Steuern immer und immer und immer und immer und immer wieder erhöht. Und heute sind die Steuern dank Merkel höher denn je. Also die Beispiele sind endlos. Wir könnten noch unendlich solche Sachen raussuchen und darüber reden. Die Beispiele sind endlos, aber warum soll man auch irgendwas ändern, wenn die Wähler sie dafür an der Wahlurne nicht bestrafen? Also Merkel wird ja nicht abgewählt, sondern ganz im Gegenteil, sie wird sogar immer und immer und immer und immer wieder gewählt. Also warum sollte man aufhören, den Menschen immer direkt ins Gesicht zu lügen, wenn die Wähler diese Lügen sogar noch aktiv belohnen? Irgendwie haben viele Deutsche einfach diesen Fetisch, dass sie belogen werden wollen. Sie unterstützen es ja immer wieder. Vielleicht ist es irgendwie so eine Art kollektives Stockholm-Syndrom. Ich meine, Merkel hat schon so viele Skandale durchgemacht, die alle eigentlich das Zeug gehabt hätten, ihre Karriere zu beenden. Und wenn wir uns dennoch aktuell die Umfragewerte der CDU anschauen, dann ist die CDU aktuell mit fast 40% nach wie vor die mit Abstand mächtigste Partei. Also, wenn sie wollte, dann könnte Merkel wahrscheinlich locker nochmal über ein Jahrzehnt Kanzlerin bleiben, weil sie würde immer und immer und immer wieder gewählt werden. Also, vielleicht liegt es auch daran, dass man lieber das Problem hat, was man bereits kennt, nämlich Merkel, anstatt dass man irgendwie Experimente macht und womöglich dadurch neue Probleme bekommt. Also vielleicht ist das der Gedankengang hinter vielen Menschen, dass sie lieber das Problem haben wollen, was sie halt schon jetzt gut kennen. Oder vielleicht ist es auch einfach irgendwie die Faulheit der Deutschen, irgendwas zu ändern, weil man sich ja sagt, ja, aber uns geht es doch gut. So in dem Sinn. Also brauchen wir jetzt nichts Großartiges ändern, weil es ist doch alles okay so. Oder, also anders kann ich mir nicht erklären, wie man es unterstützt oder wie man es akzeptiert, permanent belogen zu werden, aber trotzdem irgendwie einfach weiter so machen will. Also ihr könnt mir gerne eure Gedanken schreiben. Was denkt ihr, ist der Grund, dass Merkel scheinbar ohne jegliche Probleme durch jeden denkbaren Skandal durchkommt, aber sie keine Konsequenzen dafür hat? Also nicht nur keine rechtlichen Konsequenzen, sondern auch keine Konsequenzen am Wahltag typischerweise oder in den Umfragewerten. Also schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare. Das war's von mir. Macht's gut. Peace.